dass sie keine Überwachungskamera gehabt haben. Ist geklaut worden. Warum sind hier die Vorhänge zu? Ja, das ist unser Geständnisraum. Aha, Psychologie. Was hat die denn da? Ach, die erholt sich. Kommen Sie. Wozu ist denn der Bunsenbrenner? Das wollen Sie nicht wirklich wissen. Was ist das mit der Säge? Die ist für Teilgeständnisse. Aber nun! Und, erkennen Sie ihn wieder? Wen? Na, den Täter! Erkennen Sie ihn wieder? Ich habe das Alien gefunden. Aha, wo war's denn? Ich habe ein Schaufenster befreit. Okay, dann gehen Sie mit dem lieben Alien doch zum Eingang zurück und warten auf den Krankenwagen. Es sieht doch arg krank aus. Polizeirevier 15, hallo, wir haben wieder einen für euch. Wartet vor dem Eingang. Es könnte der Rechts sein. Der Rechts? Quatsch! Ja, schlimm, wenn es einer aus den eigenen Reihen ist. Der Links müsste es sein. Links? Die Haare hängen mir in der Stirn. Kein Problem, Moment mal. Und? Der mit den Haaren was! Der mit den Haaren was! Der mit den Haaren was! Dafür brauchen Sie Brustimplantate. Der Chirurg ist autoritär. Ich diskutiere hier nicht mit ihm. Der Chirurg ist hemmungslos. Sie kommen aus der Volksrepublik China. Er erscheint merkwürdig gewesen. Dr. Botox klont Menschen. Franka ist geschlüpft. Die Patienten sind verzweifelt. Wo ist der Stümper? Ich bringe ihn um. Ihre Albträume bekommen Gesichter. Ich schlag dir gleich die Scheibe ein. Erleben Sie die Hammerfrau. Und flüchten Sie vor dem Zwergzombi. Dr. Botox operiert, wen er trifft. Hallo, Doktor. Hallo. Hallo. Mit dem Gesicht, da können Sie aber nicht mehr unter Leute gehen. Da brauchen Sie eine Vollrestaurierung. Lebt das? Diese Frage muss man leider mit Ja beantworten.